Curling-Europameisterschaft 1996 in der Hvidovre-Halle von Kopenhagen, also Dänemarks Hauptstadt. Das Finale der Damen zwischen Schweden, hier im Bild im traditionellen Gelb und Blau, auch mit den gelben Steinen spielend, gegen die Schweiz. Nun kann man ja nicht erwarten, dass jeder Zuschauer sich mit Curling besonders gut auskennt. Zweimal im Jahr bringen wir eine internationale Meisterschaft im DSF, die Weltmeisterschaft und hier die Europameisterschaft. Also ein bisschen Erklärung, um was es geht, wo der Sport herkommt und so weiter und so weiter. Beginnen wir also bei Adam und Eva sozusagen. Der Sport stammt aus Schottland und ist vielleicht der wichtigste der drei Sportarten, die wir den Schotten zu verdanken haben. Curling an erster Stelle und dann zwei Randsportarten genannt Golf und ja, Fußball. Fußball ist auch eine schottische Sportart. Vier Mann pro, oder vier Damen in diesem Fall, pro Mannschaft. Jede spielt zwei Steine und zwar immer alternierend mit der Gegner. Also spielt A1, dann spielt B1, dann wieder A1 und dann wieder B1 und so weiter, bis man beim sogenannten Skip ist, bei der Nummer 4. So ein Stein wiegt etwa 20 Kilo, ein bisschen drunter. Sie sehen die Kennzeichnung durch den Griff und diese Platte, die drunter liegt. Das nennt man Handle. Und am Drehen dieses Griffes sehen Sie, dass ein Curlingstein niemals gerade abgegeben wird, sondern immer sich um die eigene Achse dreht, so 3 bis 4 Mal, bis er das Ziel, das sogenannte Haus, das ist dieser Kreis, erreicht hat. Und so pflegt man dann meistens einen guten Stein zu feiern, Besen nach oben, alles bestens. Die Kreise sind in englischen Maß, der äußerste ist 12 Fuß, dann der gelbe 8 Fuß und der mittlere 4 Fuß und das gelbe Fleck in der Mitte, den nennt man dann den Dolly. Und je näher natürlich ein Stein an dem Mittelpunkt zu liegen kommt, und zwar erst, wenn alle 16 Steine gespielt sind, der zählt dann und danach wird das sogenannte Score festgestellt, also der wird dann auf die Tafel hinten aufgehängt, auch das kriegen Sie alles noch zu sehen. Eine alte Geschichte ist die Wischerei. Warum wird eigentlich gewischt? Dazu müssen Sie wissen, dass die Eisfläche nicht 100% glatt ist. Sie ist zwar plan, aber nicht glatt. Sie wird etwas aufgesprüht mit einer Art Gießkanne. Sie sehen das vielleicht so ein bisschen, es schimmert so matt von hier aus. Es sind so kleine Noppen, die sich da bilden und der Stein selbst hat nur eine ganz hauchdünne Lauffläche von ein paar wenigen Millimetern. Er hat einen Hohlschliff. Ist also nach innen gewölbt an der Lauffläche. Das bedeutet, dass er auf diesen Noppen läuft und von unten Luft bekommt. Und das hat nun mehrere Effekte. Man kann durch das Wischen, Reibung erzeugt Wärme, den Lauf des Steines A verlängern und B begradigen. Auch hier sehen Sie wieder ganz deutlich, dass ein Stein niemals gerade abgegeben wird, sondern immer eine leicht parabolische Kurve beschreibt. Hier nähert er sich in Drehrichtung des Griffes der Mittellinie. Und da kann man, und Sie sehen ganz deutlich, wie er die Tendenz hat, nach links zu laufen, von hier aus gesehen. Und durch die Wischerei kann man ihn auch länger machen. Ich habe es vorhin gesagt, und der gegnerische Skip, der Mannschaftsführer, hat also die Möglichkeit, ab dieser Mittellinie, die man hier deutlich erkennt, den Stein des Gegners versuchen herauszuziehen. Im Moment würden also 3 blaue Steine zählen. Es sind die Steine der Schweizer und jetzt ist die Dreierin der Schweden dran. Das ist Katharina Nyberg. Sie ist 31 Jahre alt und Computerberaterin. Also wenn Sie in Schweden einen Computer kaufen, dann kann es sein, dass Sie ihn einrichtet. Das ist ein sogenannter Take-out, ein Herausnehmer, das heißt, man schießt den gegnerischen Stein weg und das ist in diesem Fall gut gelungen. Allerdings zählt jetzt immer noch der blaue, der nämlich näher zum Mittelpunkt liegt. Der zweite ist dann der gelbe und der dritte ist der zweite blaue.
Der Besen dient immer als Ziel, der im Haus gehalten wird. Denn aus dieser Perspektive ist es natürlich wahnsinnig schwer, einen Stein im gegnerischen Haus oder im gegenüberliegenden Haus zu erkennen. Das ist immerhin eine Entfernung von rund 45 Metern. Ergo nimmt man sozusagen als Hilfsmittel den Besen und stellt ihn dorthin. Und auf diesen Besen wird gespielt. Und Sie werden feststellen im Laufe des Spieles, dass die Spielerinnen immer ihre Augen auch bei der Abgabe auf den Besen halten, damit sie haargenau den Stein zu diesem Besen abgeben. Und die Kunst des Skips ist jetzt natürlich, den Besen genau dahin zu stellen, wo er zu stehen hat. Das heißt, dass er das Ziel richtig angibt. Demokratie gibt es keine im Curling. Der Skip ist der Chef und der bestimmt die Taktik, nimmt sich gelegentlich die Nummer 3, nämlich die Annette Nyberg, die jetzt hier im Haus steht und gerade ihre Hand gehoben hat, zu Rate. Nummer 1 und Nummer 2 sind eigentlich ziemlich rechtlos und die müssen dann das tun, was der Skip ihnen anschafft. Der Skip hier, Mirjam Ott aus Bern, die spielt dann, und genauso wie ihre Opponentin, ihre Gegnerin auf der anderen Seite, die letzten Steine. Das hat sich so eingebürgert. Und Sie haben gesehen, dass jetzt der Schweizer Skip den schwedischen Stein rausgeschossen hat. Hier würde jetzt einer zählen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wer den letzten Stein hat. Das Recht des letzten Steines ist ganz wichtig. Auch das werden Sie noch ganz klar demonstriert bekommen, wird am Anfang des Spieles ausgelost und dann erhält das Recht des letzten Steines immer derjenige oder die Mannschaft, die das letzte End, also alle 16 Steine einmal gespielt, verloren hat. Jetzt also ein Gelber, der hier zählt, gegen zwei Blaue. Es war also dringend nötig, diesen letzten Stein zu bringen oder zu schreiben. Es steht 2-1 für die Schweiz. Sie haben vielleicht vorhin so mit halbem Auge gesehen, dass die Schweizer das zweite End mit 2 für sich gestalten konnten. Und jetzt also einer für Schweden. Und jetzt, nachdem die Schweden dieses End gemacht haben, im vierten, fangen die Schwedinnen an. Nummer 1 ist Elisabeth Persson. Sie ist 33 Jahre alt, Bankangestellte. Und diese schwedische Mannschaft, ich sagte es vorher, spielt schon 7 Jahre zusammen und sie haben eigentlich alles erreicht, was es zu erreichen gab. Weltmeister 1992 in Garmisch-Partenkirchen, 1995 in Brandon, Manitoba, also in Kanada, und zweimal Bronze 1993 und 1994 und Europameister 1992 in Perth, Schottland und 1993 in Leukerbad in der Schweiz. Also eine ganz routinierte Truppe im Gegensatz zur Schweizer Mannschaft, die noch nie bei einer internationalen Meisterschaft war, bis auf eine Spielerin, aber auf die komme ich noch etwas später. Das ist Caroline Balz, 24 Jahre, und sie ist Kellnerin. Warum auch nicht? Vielleicht in einem Curling-Club, und da hat sie ja reichlich Gelegenheit zu spielen. Die Mannschaft kommt vom Curling-Club Bern, also aus der Hauptstadt, in der nächstes Jahr im April die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Und sie spielt also den ersten Stein im vierten End. Jetzt ist der keineswegs zu kurz geraten, denn es gibt eine Regel, eine sogenannte Free-Guard-Zone-Regel, dass die Einser, also die ersten Spielerinnen, den gegnerischen Stein, der vor dem Haus liegt, nicht rausschießen dürfen. Das hat man deshalb gemacht, weil das Curling-Spiel eine Tendenz eingeschlagen hat, das nennt man Clearing, das also lediglich immer rausgeschossen wurde, hingelegt, rausgeschossen, hingelegt, rausgeschossen. Und damit wurde das Spiel langweilig. Und das passierte ausgerechnet im Jahr 1988 bei der Weltmeisterschaft in Lausanne. Und der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Juan Antonio Samaranch, saß auf der Tribüne und man wollte ja olympisch werden. Und er hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, um Gottes Willen, was ist das für ein langweiliges Spiel? Und inzwischen hat man diese Regeln geändert und jetzt ist das Spiel, und Sie werden sehen, ein gelber Stein, also ein schwedischer im Haus, den dürfte sie jetzt rausschießen, die Caroline Balz.
Immer noch die schweizerische Nummer 1. Also Sie sehen ganz deutlich, Schweiz, Schweden, bei den Einsern jetzt. Der Stein kommt relativ flott. Jetzt geht's und beim Wischen darum, kommt sie an diesem blauen Stein vorbei? Nein, sie bleibt hängen. Ergo ist der schwedische Schott nennt man immer den Stein, der gerade zählt oder der dem Zentrum am nächsten liegt, ungefährdet. Das hatte zweierlei Gründe. Entweder der Stein wurde ein bisschen zu schnell gespielt, sodass er recht vorzeitig abgefallen ist, oder das Eis hat nicht ganz gestimmt, dass nämlich das Skip dem Spieler gibt, oder sie war schlicht und ergreifend nicht auf dem Bild. Louise Marmont, Nummer 2, 29 Jahre alt, Lehrerin. Das ist ein sehr schöner Stein, schiebt ihn leicht an nach hinten. Wenn er ihn ein bisschen weiter rechts getroffen hätte, wäre es vielleicht eine Spur besser gewesen, dann wäre er genau vorne zu liegen bekommen. So kann man diesen Stein vielleicht mit seinem Wischer, indem er dann vorbeiflitzt und ihm so ein, sagen wir, eine kleine Ohrfeige gibt, kann man den Stein entfernen. Das wird wohl möglich sein. Und zwar Francie von Kähnel muss jetzt diese Aufgabe bewältigen. Sie sehen, dass der Stein relativ flott ist, nicht gewischt wird. Also die Richtung stimmt, die Länge stimmt. Sie haben sich dafür entschieden, vorne erstmal die Guard oder den vorderen Stein wegzuschießen. Das ist auch die leichtere Aufgabe gewesen. Den hinteren zu erwischen wäre gar nicht einfach gewesen. Jetzt werden die Schweden natürlich versuchen, ihren Stein abzugarden. Das heißt, wieder einen Schutzstein vorne hinzulegen. Louise Marmont, achten Sie mal auf Ihre Augen. Die schaut immer nach vorne, immer auf den Besen, den ihr Skip vorne hinstellt. Nicht hinunterschauen, das muss eine ganz automatische Bewegung sein, den Stein richtig abzufinden. Relativ langsam, muss nicht gewischt werden trotzdem. Es soll ja ein kurzer Stein werden, ja, da liegt er sehr schön. Und Sie sehen gleich, dass er ziemlich genau vor dem schwedischen Schott liegt. Sehen Sie, hier haben Sie es, genau dieser Stein wurde gerade gespielt, liegt prachtvoll als Guard vor dem Schott. Jetzt versuchen die Schweizerinnen natürlich diesen Stein wegzuschießen, wenn möglich gleich zwei. Das geht. Diesen dient als Ziel. Das ist jetzt Richtungswischen, man will die Kurve etwas begradigen. Geht vorne drauf, nimmt den mit, zwar nicht den Schott, aber zwei schwedische Steine sind weg. Der da vorne links gelegen ist, der hätte noch allerhand Unsinn anrichten können aus Sicht der Schweizer. Also einer der Schweden jetzt im Haus. Den Namen des Skips bin ich Ihnen noch schuldig. Hier Dr. Elisabeth Gustafsson. Sie ist Chirurgin, 32 Jahre alt. Und sie hat einen berühmten Mann, also eine reine Sportler-Ehe. Der Thomas Gustafsson war nämlich dreimal Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen. 84 in Sarajevo über 5000 Meter und in Calgary über 5 und 10.000 Meter im Eisschnelllaufen. So, wieder eine Guard, ein bisschen zu weit links, da könnte man dran vorbei. Oder man kann, wenn man den vorderen Stein trifft, im richtigen Winkel trifft, eventuell beide entfernen. Miriam Ott gibt das Eis für Marianne Flotron und die spielt die Dreiersteine. Und was für ein schöner Stein das jetzt wird, werden Sie gleich sehen. Er muss ganz klar richtungsgewischt werden. Schnell genug ist er für einen Takeout. Er muss genau aufprallen und dann gehen hinten beide schwedische Steine aus dem Haus. Das bedarf natürlich eines gesunden und genauen Augenmaßes durch den Skip hier durch Marianne Ott und sie bedankt sich.
Jetzt also Ihr Widerpart, die schwedische Nummer 3, Katharina Nyberg. Ja, man überlegt noch ein bisschen, was tut man da, obwohl die Situation eigentlich ziemlich eindeutig ist. Das Haus ist leer. Und jetzt heißt es natürlich einen langsamen Stein spielen, wieder einen ins Haus hineinlegen. Das ist jetzt Längenwischen. Das heißt, man beschleunigt, nein, also beschleunigen kann man ihn eigentlich nicht, aber man zieht den Stein etwas weiter. Das geht ja, Reibung erzeugt Wärme, ich sagte es vorhin schon. Es bildet sich ein ganz hauchdünner Wasserfilm und auf dem gleitet der Stein etwas weiter, als wenn man ihn nicht wischen würde. Er ist etwas zu kurz geraten, er liegt da relativ frei zum Abschuss eigentlich und das soll jetzt Marianne Flantron erreichen. Das ist übrigens die einzige wirklich bekannte Spielerin in diesem Team. Sie war 84 und 86 Juniorenmeisterin, mit ihrem Team natürlich, und 1985 Europameisterin der Junioren, 1987 Dritte der Weltmeisterschaft. Und 1989 verlor sie im Europameisterschaftsfinale gegen Andrea Schöpp, gegen die deutsche Mannschaft in Engelberg ganz knapp. Die Deutschen wurden damals Europameister. Und die sprang ein. Und die sprang gut ein, wie man hier wieder sieht. Sie hat den Stein entfernt. Der eigene rollt zwar raus, aber das ist nicht tragisch. Das Haus ist leer. Sie ist eingesprungen für Manuela Kormann. Die durfte aus schulischen Gründen nicht mitkommen. Was ist gesehen, Meitli? Hast schlechte Note bekommen, oder? Wir zeigen Ihnen dieses vierte End einmal in voller Länge, damit Sie ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie viel beraten und gedacht wird bei so einem Spiel. Man vergleicht es ja oft mit Schach oder einer Mischung zwischen Schach und Billard eigentlich. Nur eben das Ganze mit 20 Kilogramm schweren Steinen und über 45 Meter und das Ganze auf Eis. Aber es ist schon etwas dran und es ist eine wahnsinnig anstrengende Sportart, eigentlich für den Skip in erster Linie, weil er sich natürlich pausenlos ganz stark konzentrieren muss, die ganze Taktik, er sich ausdenken muss, immer reagieren, was macht der Gegner. Gut, bei so einem leeren Haus wie jetzt gerade nicht. Und ich nehme an, dass die Schwedinnen versuchen, dahinter diesen Schweizer Stein, eine Corner Guard nennt man sowas, hineinzuspielen. Ja, nach der Geschwindigkeit müsste es der Fall sein. Und für die Wischer natürlich eine wahnsinnige körperliche Anstrengung. Man liegt ja mit dem ganzen Gewicht auf dem Besen, wenn man wischt. Und, schön geworden. Sehr schöner Stein. Und bei so einer Meisterschaft, die sich über eine Woche erstreckt, wischt man glatt 60, 70 Kilometer. Und wer da nicht fit ist, da können Sie sich vorstellen, der kommt zu überhaupt nichts. Das also die Situation. Ein schwedischer Stein im Haus, und zwar hinter einer Schweizer Guard liegend. Hier sehen Sie es ganz deutlich. Und da soll jetzt Mirjam Ott hinkommen. Sie ist übrigens 26, das bin ich Ihnen noch schuldig. Studentin der Ökonomie. Und sie curlt, seit sie 9 Jahre alt ist. War allerdings in der Schweizer Meisterschaft noch nie besonders erfolgreich. Seit 93 ist sie dabei. Da war sie Dritte, Vierte, Fünfte, Dritte. War aber nie Schweizer Meisterin. Und hat sich via eine Qualifikation zu diesen Europameisterschaften ihre Spielberechtigung geholt. Und das, jetzt sehen Sie, wie man arbeiten muss, wie man wischen muss. Wenn nämlich das Skip etwa zu kurz spielt, und da muss man ja vorbei an diesem Stein. Hat es auch geschafft. Und jetzt wieder das Gleiche, das haben Sie vorhin schon mal gesehen. Ein sogenannter Freeze auf den schwedischen Stein. Wirklich hervorragend gelungen. Aber da bedarf es eben der Arbeit der Wischer und ein Skip. Und da unten haben Sie es gesehen. Die Dreierin Marianne Flotron, die im Haus steht, bedankt sich bei den Wischerinnen für ihren Einsatz
Und das muss, ja, und da beglückwünscht man sich gegenseitig für die Arbeit, die man gerade geleistet hat. Ein wirklich hervorragender Stein. Und stellen Sie sich vor, wenn jetzt die Schwedinnen vorne, also in der Mitte, auf diesen blauen Stein drauf schießen, dann prallt der nicht weg, sondern der hintere, der gelbe. Und das will man natürlich vermeiden. Jetzt wird wahrscheinlich eine Art Turmbau zu Babel angestrebt. Ich nehme an, dass die Elisabeth Gustafsson jetzt auf diesen Schweizer Stein drauf spielen möchte. Wenn Sie sich übrigens diese Besen anschauen, das ist eigentlich kein richtiger Besen mehr, das war früher schottisches Rosshaar. Jetzt arbeitet man mit so Kunststofffischern, die ein bisschen aufgeraut sind und die auch nicht so schnell kaputt gehen und vor allen Dingen keine Haare verlieren. Denn ein Haar auf dem Eis kann den Stein völlig verändern. Den Lauf des Steines natürlich. Ja, sehr schön. Ganz knapp vorbeigekommen am Vorderen. Und da liegt er prachtvoll. Ja, na, welcher ist jetzt der bessere? Können Sie es sehen? Also wenn die gute Miriam Ott ihren Kopf wegtun würde, dann könnte man sehen, ob welcher ist näher zum Mittelpunkt. Da baut sich ja jetzt die ganze Taktik drauf aus. Und wenn man nicht weiß, welcher Stein der bessere ist, ist das natürlich schwierig. Also, allerdings ist es in dem Fall ziemlich egal, denn jetzt folgt nur noch der letzte Stein von der Miriam Ott. Und die kann natürlich nur ins Haus legen, nur werden es zwei Schweizer, zwei blaue. Oder wenn sie jetzt dem schwedischen Stein zu nahe kommt, kann es passieren, dass sie irgendwie ihren eigenen verschiebt. Es ist also nicht ganz ungefährlich, da besser zu legen, denn das sind nur ein paar Zentimeter. Und also ich tendiere zu der Meinung, dass der blaue eine Spur besser ist. Also entweder zwei oder vielleicht stellen die Schwedinnen einen, wenn sie nämlich zu vorsichtig ist. Ja, der ist sehr langsam und jetzt wischen sie ihn, um ihn überhaupt ins Haus zu kriegen. Da war die Miriam Ott ein bisschen sehr vorsichtig. Ja, kommt er zwar schön, aber bis zu kurz. Da bewirkt er überhaupt nichts. Jetzt kommt es natürlich darauf an, welcher von diesen zwei Steinen der bessere ist. Der geht weg, das ist klar. Aber welcher von den beiden? Und jetzt kommt der Schiedsrichter mit einem Präzisionsmessgerät. Hier wird dieser Stachel genau auf das Kreuz gelegt, genau in den Mittelpunkt. Und dann kommt so eine Art Schieblehre, oben mit einer Uhr versehen. Jetzt wird am, ich weiß nicht, wo er anfängt, am gelben Stein. Daran wird eingestellt und wird fixiert. Und dieser Lappen da unten, diese kleine Stange, daran erkennt man jetzt, die bewegt sich, ja, ganz deutlich, ganz deutlich. Sie sehen es oben an der Uhr, sie hat sich ganz deutlich bewegt. Dieser Stein ist der bessere, also einer für die Schweiz und damit steht es 3-1. So, neues Spiel, neues Glück. Hier ist ziemlich klar, dass der blaue am besten liegt. Wir sind im sechsten End. Das fünfte haben wir übersprungen. Da haben die Schweden wieder einen gemacht. Also jetzt die Schweizer wieder mit dem letzten Stein. Jetzt steigen wir etwas später ein. Hier sind wir schon bei den Dreiersteinen. Katharina Nyberg. Und hier sieht man wieder deutlich, wie der Stein nach innen kommt, sich der Mittellinie nähert. Durch das Wischen wird er etwas gerader gezogen, aber auch etwas beschleunigt. Und hier deckt er die Mitte sehr schön ab. Allerdings, der oberste gelbe, den Sie von hier aus sehen, der ist gerade gespielt worden.
Man will sich da offensichtlich eine kleine Falle für die Schweizerinnen aufbauen. Wenn man nämlich jetzt dann diese beiden gelben Fahne anschiebt, dann ist der blaue hinten weg. Und das wäre genau im Sinne der Schwedinnen. Nun will das natürlich Marianne Flottron verderben, dieses Spielchen. Ja, ja, das wird schneller sein, das wird ein Takeout. Jetzt geht's um die Richtung. Getroffen, getroffen, getroffen. So, jetzt sind zwei. Oh ja. Ja, ob man das eigentlich wollte, das ist mir nicht so ganz klar. Denn es zählen auf jeden Fall die beiden linken gelben, die schwedischen Steine. Und ob der rechts unten, ob das nicht die Nummer 3 ist, das ist übrigens der Präsident des der Europäischen Curling Federation, Mr. Roy Sinclair aus Schottland. Ja, die Schwedinnen können jetzt taktisch umstellen. Die versuchen jetzt da vorne Gefahr zu beseitigen. Vermutlich nach der Stellung des Besens vorne den blauen Schweizer rauszuschießen. Die Takeouts werden ja heutzutage relativ langsam gespielt. Früher ist mal fürchterlich geknallt worden. Da gab es also Spezialisten. Ich denke da nur an den Dreier des EC Oberstdorf, Sigi Heinle. Der hat die Dinger immer mit einer Wucht nach vorne geknallt. Dass wenn er daneben war, dann war hinten die Bande kaputt. Hier wird relativ langsam gespielt und es scheint jetzt auch der dritte Stein da oben, der gelbe, scheint besser zu liegen als alles, was blau ist. Also bedrohliche Situation für Mirjam Ott und ihre Schweizerinnen. Da muss etwas aufgeräumt werden. Ja, die schiebt ein bisschen an. Man muss ja wahnsinnig aufpassen, dass man hinter der 5-Meter-Linie den Stein losgelassen hat, sonst gilt er nämlich nicht und wird von den Schiedsrichtern aus dem Spiel genommen. Die schiebt ihren eigenen an, sehr schön. Aber der pfeift durchs Haus und hat eigentlich nichts bewirkt. Nein, das war ein Fehlstein, liebe Mirjam. Den darf man sich in einer solchen Situation eigentlich nicht erlauben. Was haben die Schwedinnen vor? Nachdem Schweiz ja den letzten Stein hat, müssen sie also entweder versuchen, ihren Shot zu schützen mit einer Guard oder aber links versuchen, die Mitte zuzumachen. Sehen Sie da, wo der Besen jetzt ist? Die Mitte zuzumachen, damit die Mirjam Otta nicht hindrauen kann, denn die Mitte ist frei. Die Besenstellung allerdings besagt, dass der Stein rechts rüberkommen soll. Offensichtlich will Elisabeth Gustafsson ihren Shot schützen, also drüben zumachen und zu hoffen, dass die Mirjam, ja da lacht sie, die Mirjam nicht die nötige Länge hat, dort richtig in die Mitte hereinzukommen. Das ist nämlich gar nicht leicht, auch wenn das Haus leer ist, einen Stein auf wenige Zentimeter genau in der Länge zu spielen. Das ist also wirklich schwierig. Ein Takeout dagegen ist fast egal, wie schnell er ist, also in gewissen Grenzen natürlich. Und Sie sehen also klar vorne hingelegt vor den Shot, dass da nichts passiert. Und jetzt ist ganz klar, dass die Schweizerin da genau ja in die Mitte hineinlegen müssen. Und das muss die Mirjam Ott halt bringen. Wenn sie Europameisterin werden will, dann muss sie das können. Hier sehen Sie, wie viel Platz da eigentlich ist, aber im Laufe eines Spieles verändern sich die Eisverhältnisse. Das ist nicht zu verhindern. Durch die Zuschauer oder durch die Scheinwerfer wird das Eis wärmer, wird es stumpfer. Und dann kann es passieren, dass wenn man lang keinen Draw, also keinen Legestein mehr gespielt hat, dass der dann plötzlich in der Länge nicht mehr stimmt, dass man das Gefühl verloren hat, wie schnell muss man so einen Stein abgeben oder wie langsam eben. Oft ist ja die Gefahr, dass man durchschießt, auch wenn man glaubt, dass das Eis stumpfer geworden ist, ergo gibt man ihm etwas mehr mit und dann
schießt er einfach quer durchs Haus und nichts ist erreicht. Jetzt schauen wir mal, wie sie es schafft. Ja, da kommt die Marianne Flanton aus dem Haus und hilft mitwischen. Ah, das sieht man, dass die Mädels also mit aller Kraft da drauf sind. Und der Stein kommt und er ist noch langsamer und da bleibt er stehen. Hat zumindest den Gelben da vorne abgehängt. Den zweiten vielleicht auch, also der Gelbe am grünen Kreis in der Mitte, der am Vierfuß. Der zählt und wieder muss gemessen werden. Jetzt achten Sie nochmal auf den Ausschlag dieser Uhr da oben drauf. Dann sieht man nicht deutlich. Aber der Schiedsrichter nimmt den Gelben raus. Der Blaue ist besser. Also nur ein Gelber zählt. Einer für Schweden. Spielstand 3-3 nach dem 6. Im 7. haben die Schweizer wieder einen geschrieben, sind also 4-3 in Führung gegangen und jetzt gehen wir in das 8. End. Spielstand also 4-3 für die Schweiz und auch dieses End wollen wir Ihnen praktisch komplett zeigen. Mit den Einsersteinen. Das Haus ist leer, Sie sehen es. Und ganz normalerweise spielt man die ersten Steine vor das Haus. Man will sie gar nicht im Haus drin haben, denn im Haus können sie rausgeschossen werden und genau das ist passiert. Ich kann mir vorstellen, dass die Miriam Ott gar nicht so glücklich mit diesem Stein ist, denn die Schwedinnen können da jetzt drauf schießen, sonst hätten sie ihn liegen lassen müssen. Aber Elisabeth Gustafsson entscheidet sich für etwas ganz anderes. Sie will eine Corner Guard legen, um dann selber mit diesem Stein zu arbeiten. Es ist ihr vielleicht lieber, dass sie hinter ihre Corner Guard hineinschlupfen kann, als diesen Schweizer Stein, der da im 12-Fuß-Kreis liegt, zu entfernen. Nein, jetzt ist sie doch wieder etwas näher an den Schweizer Stein hingegangen. Na egal, schauen wir, was passiert. Elisabeth Persson. Ja, der ist relativ flott, anscheinend wollen sie ihn doch rausschießen, den Schweizer Stein. Wird aber nicht gewischt. Nein, bleibt vorne. Das ist manchmal etwas schwer zu erkennen, denn für einen schnellen Stein wäre das Eis auch richtig gewesen. Wenn man allerdings so langsam spielt, dann bleibt er vorm Haus liegen. Und genau das, was ich angedeutet habe, ist passiert. Eine Corner Guard, mit der man später arbeiten kann. Und jetzt werden wahrscheinlich die Schweizerinnen versuchen, ihren eigenen Stein entweder abzudecken oder etwas zu verlängern. Oder aber eine alte Regel zu beachten. Die beste Guard ist ein zweiter Shot. Aber danach sieht es nicht aus. Miriam Ott lässt vorne drauf spielen. Und da sieht man ganz deutlich bei diesen langsamen Steinen, wie stark sie ihre Laufrichtung verändern, wie weit sie hereinkommen. Ja. Gut, da sind zwar jetzt zwei Schweizer Steine drinnen, aber die sind natürlich mit einem Schuss, so nah liegen sie, herauszukriegen. Elisabeth Persson mit dem zweiten Stein. Und jetzt sieht man gleich recht schön im Hintergrund diese Scoretafeln. Hier oben Schweiz, da sieht man 4 am Ende. Man sieht auch genau, in welchem End wie viele Steine geschrieben wurden. Schweden drunter. Wir sind also im 8. End und es steht 4-3 für die Schweizerinnen. 2 Schweizer Steine zur Erinnerung im Haus und Elisabeth Persson mit einem Takeout, also einem schnellen Stein. Dass er trifft, ist keine Frage, nur wie trifft er? Kann er beide wegnehmen? Etwas weiter links, jawohl, wunderbar. Sehr schöner Stein, beide Schweizer Steine sind aus dem Haus und das Haus ist wiederum leer. Jetzt enges Eis für einen Take-Out gegen diesen schwedischen Shot. Die
sehen, wie das Skip genau beobachtet, wie der Stein kommt. Er braucht nicht gewischt zu werden, kommt langsam rüber, rollt allerdings selber aus dem Haus, also kein Stein im Haus. Und das war durchaus, was man sich vorgestellt hat. Man führt mit einem Stein, kann es sich aber jetzt noch nicht leisten, durchzuschießen. Das macht man erst in dem Moment, wo man verhindern will, dass irgendetwas im Haus liegen bleibt. Wenn man jetzt dieses achte entschreibt, dann kann man das neunte den Schweden überlassen, um dann im zehnten und entscheidenden End den letzten Stein zu haben. Das ist eine alte taktische Regel. Ich weiß nicht, wie weit sie aufgeht. Jetzt spielen also die Schwedinnen einen sehr schönen Stein hinter die eigene Guard. Und Louise Marmont freut sich da mit Recht. Sie sehen, wie schön dieser Stein hinter der Guard liegt. Und wenn Sie sich erinnern, dieser Stein wurde von der Einserin dorthin gelegt. Und zwar genau zu diesem Zweck. Franzi von Kähnel, auch 26 Jahre, Studentin, mit einem relativ flotten Stein. Ja, das wird wieder so ein Fries. Ja, sehr schön gelungen. Chip den Schwedischen ein bisschen aus der Schottposition. Liegt goldrichtig. Und wie gesagt, alles hinter dieser Schweizer Guard, die gar nicht so einfach zum Entfernen ist. Die Spielerinnen lassen den Stein oft los, als ob sie eine heiße Kartoffel in der Hand haben. Aber das ist eben diese bewusste Hogline, die Schweinelinie, wenn Sie es genau übersetzen wollen, wo man den Stein eben losgelassen haben muss. Und jetzt haben die Schwedinnen ihre eigene Guard da vorne auf die Seite, haben sozusagen das Haus geöffnet, um dann die Möglichkeit zu haben, an den Schweizer Stein hinzuspielen, einen Takeout zu spielen. Ich habe mich vorhin übrigens einmal kurz versprochen, es war eine schwedische Guard und keine schweizerische. So, was macht man jetzt? Man liegt Schott. Man hat aber nicht den letzten Stein. Wo legt man einen Stein hin? Hinter die gelbe Guard, das wäre eine Möglichkeit. Eventuell auch ganz links rüber, um das Spiel auseinanderzuziehen, damit man den Schweden sozusagen zwei Ziele anbietet. Ja, die Marianne Flautrin ist eben eine sehr routinierte Curlerin mit vieler internationaler Erfahrung und darf ein Skip ruhig mal nachfragen, was der Dreier von der Situation hält. Und Sie sehen ganz weit außen, sie will also den Stein etwa auf der linken Hälfte des Hauses oder aber gar hinter der schwedischen Guard zu liegen haben wollen. So. Ein Drawstein, also ein langsamer Stein, das ist klar. In Händel, die Hand öffnet sich, man spielt nach rechts bei Rechtshändern. Ah, schön kommt er. Muss fest gewischt werden. Ah, da liegt er prachtvoll. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ja, die schwedische Guard etwas seitlich versetzt, also ganz hinten rein hat man ihn nicht gekriegt. Jetzt brauchen die Schweden eigentlich nur vorne drauf schießen auf ihren eigenen Stein und hätten eventuell die Chance, damit zwei zu machen, also zwei Steine ins Haus zu bekommen. Und Sie sehen ganz rechts, der Schweizer ist ja auch gefährlich. Die liegen also jetzt zweimal. Zwei Schweizer Steine besser als der beste schwedische. Die Sirenen singen, meine Damen und Herren. Wegbekommen. Ah, schöner Stein.
Wunderbar, einer rausgeschossen und der andere sozusagen als Shot eliminiert, vorerst wenigstens. Er liegt zwar offen, dieser schwedische Stein, den können die Schweizerinnen jederzeit rausschießen, aber zumindest hat man hier einiges erreicht. Jawohl, da wird der Besen hingestellt mit einem, die Marianne Flottron ist Rechtshänderin, ja, also mit einem Outhandle Takeout müsste der Stein zu treffen sein. Moment, was macht sie denn jetzt wieder? Ja. Also man hat sich entschieden, den Stein rauszunehmen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob man ihn rechts oder links herum spielt. Da haben so manche Spieler ihre eigene Technik. Hier sehen Sie noch einmal die Scoreboard. 4-3 für die Schweiz im achten End. Outhandle Takeout. Es bleibt dabei. Ja, das war klar. So, jetzt zählt wieder. Die machen es wahnsinnig eng, die Mädchen. Also ein blauer zählt, das ist klar. Und jetzt ist wieder die Frage, wer ist Second? Schwer zu sagen. Ja, anscheinend auch der Blaue. Na, wie dem auch sei. Die Frau Doktor muss da etwas für Ordnung sorgen. Ja, am besten den Stein rausschießen, ist doch klar. Noch dazu hat man ja den letzten Stein, da kann man defensiv spielen, da kann man darauf vertrauen, dass der letzte Stein eben ein Takeout ist und dass man den letzten Gegner da rausschießt. Kein Problem. Einer ist weg, allerdings liegt man jetzt selber wieder offen. Und links der zweite Gelbe ist aus dem Haus, der zählt also nicht mehr, bleibt aber, nachdem er noch auf der Bahn liegt, im Spiel, jedoch zählt nicht. Denn zählen tut natürlich nur der Stein, der das Haus in irgendeiner Form berührt und sei es noch so wenig. Und Sie sehen, er liegt deutlich draußen. Also Takeout jetzt auf den Gelben. Eigentlich kein schwerer Stein, der müsste glatt zu treffen sein. Die Eisverhältnisse waren eigentlich recht gut in Kopenhagen, aber er muss deutlich gewischt werden. Er tendiert nach innen. Ah, man hat ihn erreicht, jawohl. Und sogar etwas sehr Gutes erreicht. Dadurch, dass der Stein durch das ganze Haus auf die rechte Seite oder je nachdem, wie man sieht, wie die Kamera gerade steht, eben auf die andere Seite hinausrollt, sehen Sie, einer rechts, einer links. Das ist eine vertrackte Situation, denn man muss sich jetzt entscheiden, versucht man besser zu legen oder versucht man einen dieser beiden Steine herauszuschießen. Zum Glück für die Schwedinnen haben die ja den letzten Stein, also das müsste schon irgendwie gehen. Ich würde einfach aufräumen da und versuchen mit dem letzten irgendwie zur Potte zu kommen. Ja. Gut, der Stein soll weg. Jetzt haben ja früher die Skips immer durch Handzeichen angegeben, rechts haben den rechten oder den linken Arm rausgestreckt, welches Händel sie haben wollen. Das kann jetzt zweierlei bedeuten, nachdem sie zwar den rechten Arm sozusagen als Anzeige hat, dass er, ja, da müsste eigentlich, nachdem Besen stand, müsste eigentlich der Stein hinter die schwedische Garde in die Mitte kommen. Denn sonst müsste man den Stein nämlich andersherum spielen. Und zwar Richtung links. Ja, das ist jetzt eine Frage, ist das richtige Händel angezeigt oder nicht? Das kann zweierlei heißen, diese Besenstellung. Ich meine, die Elisabeth Gustafsson wird schon wissen, was sie ihrer Darin Katharina Nyberg angeordnet hat.
Also wenn man den Stein jetzt links rumspielen würde, wäre es ein Takeout. Wenn man rechts herum spielt, Hose spielt ihn rechts herum. Jawohl, das bedeutet, sie will einen legen und zwar hinter ihre eigene Guard, die da in der Mitte liegt. Oh, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich, wenn man den letzten Stein hat, jetzt plötzlich zu attackieren, anzugreifen. Das kann böse ins Auge gehen. Bei einem Rückstand hätte ich also, wer bin ich schon, aber ich hätte versucht, da einen von den Schweizer Steinen zu entfernen. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Vor allen Dingen ist der Stein viel zu kurz gekommen, liegt da vorne. Gut, man baut sich Doppelguards auf, das ist schon richtig, damit sich der Gegner erst entscheiden kann, ob er den linken oder den rechten Stein wegschießt, um dann mit dem letzten hinten rein zu krabbeln, also mit dem vorletzten, weil der letzte ist ja dann ganz egal, der kann ja nicht mehr rausgeschossen werden. Also ich weiß nicht, ob das die taktisch richtige Entscheidung war. Handwerklich war es bestimmt falsch, denn der Stein hätte, der linke von den beiden gelben vorne, hätte hinter dem rechten zu liegen kommen müssen. Jetzt also wieder Mirjam Ott. Die will rechts offensichtlich den gleichen Stein spielen, den die Elisabeth Gustafsson gerade nicht gebracht hat. Jawohl, hinter die Guard rein, in die Mitte. Aber vielleicht macht sie es besser. Allerdings liegt sie da hinter einer fremden Guard. Also wenn die Schwedinnen dann vorne auf ihren eigenen Stein draufschießen, dann können sie den Schweizer Stein hinten wegnehmen und der eigene bleibt im Haus. Ja, der kommt sehr schön, relativ weit hinten. Jetzt müssen wir mal sehen, wie gut er hinter der Guard versteckt ist. Nein, liegt relativ offen, den müsste die Elisabeth Gustafsson ohne weiteres bekommen. Sie hat ja den letzten. Dann würde es 4-4 stehen und die Schweizerinnen hätten dann den letzten Stein. So liegen sie dreimal, man sieht das, oh, 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 oh. Was heißt das? Der Stein kommt, aber er curlt nicht drüber, er curlt nicht drüber und geht vorbei. Das sind 3 für die Schweiz und das im achten End, ja, das ist nicht mehr aufzuholen. Und so war es dann auch, die Schwedinnen kamen nur noch auf einen ran. Im Endergebnis also 7-4 für die Schweiz, die damit bei ihrem ersten Auftreten auf internationalem Parkett Europameisterinnen wurden. Sie müssen ihren Titel zwischen 7. und 14. Dezember 1997 in Füssen verteidigen. Die deutschen Damen wurden wie gesagt Dritte, die Herren eine ganz junge Truppe, die auch zum ersten Mal bei den Erwachsenen spielte. Grüß euch miteinander. Ende letztes Jahr hat uns noch Europameisterinnen reingeschneit. So ziemlich unter Ausschluss von der Öffentlichkeit. Dabei sind die 5 Frauen, die das geschafft haben, seit 1985 das erste Frauenteam gewesen, das diesen Titel bekommen und erkämpft hat. Es geht um Curling, und zwar um die Frauen vom CC Bern, genauer gesagt um die rund um ein Skip, oder sollte man eigentlich Skipin sagen, Mirjam Ott? Es gibt keine weibliche Form von dem, oder? Nein, das heisst Skip. Skip kommt aus dem Englischen. Da hat es wieder mit. Nein. Europameisterschaften. Es ist hier so ein bisschen der Randspalte darüber berichtet worden. Eigentlich nie eine grössere, außer dass sie in Verbindung gebracht worden mit den Weltmeisterschaften, die im April hier in Bern stattfinden. Habt ihr nicht das Gefühl, sie sind gerade ein bisschen teuer bewertet in den Medien? Ja, das ist schon seit Jahren immer ein bisschen das Problem, dass über das Girlen nicht so viel geschrieben wird. Und wir hoffen jetzt, dass weil die Weltmeisterschaft in Bern ist, dass das immer wie mehr in den Medien kommt, dass wir auch Zuwachs haben und dass Girling vom Image vom Randsportart wegkommt. Und schliesslich ist es ja auch eine olympische Sportart.
Sagt jetzt mal jemandem, der bis jetzt von Curling noch nicht so viel gehalten hat, was ist absolut faszinierend an einem Sport, wo man solche Spiele muss gesehen haben? Also faszinierend gibt es auch viel. Also das sagt schon, es ist sehr vielseitig. Einerseits ist ein Spiel mit Stehen und Besen, es spielt eine ganze Taktik eine Rolle. Andererseits kommt der sportliche Teil dazu. Man wischt, man jagt den Puls auf, dann ruht man sich aus. Und dann sollte man Stehen ganz präzise spielen, in Länge und in Richtung. Und schlussendlich, was so sehr spannend ist, sehr mentale Bereich, der damit spielt. Also können tot ruhig sein, für nachher auch konzentriert, genau im richtigen Moment stehen, mit genau dem gleichen, mit genau dem richtigen Tempo und vor allem in genau der richtigen Richtung können abgehen. Genau. Und dazu kommt, dass eben auch Teamsportart ist. Also der Stein spielt, wenn er einen super Stein spielt, ja, oder sie, braucht er immer Wischer und jemanden, der das Kommando gibt zum Wischen. Also die vier müssen zusammen arbeiten, dass der Stein perfekt kommt und so das Team Erfolg kann haben. Als ich das erste Mal so Curling zugegeben habe und dachte, vom Battlen, dann nützt es doch nicht. Ja, es ist ja so, dass man dazwischen tut man die Eis ein bisschen polieren und dann kann man die Steine länger laufen. Also wenn ich etwas kurz gespielt habe, kann man dann dazwischen den Stein zum Beispiel eben bis in die Farbige reinziehen. Macht das, von welcher grösseren Länge, wo der Stein geht, reden wir da? Von 5 cm oder 10 oder 20, 30, 40, 50 oder was? Nein, man ist sich da nicht ganz einig, aber das kann je nach Eis von 4 bis 6 m schon ausmachen. Wenn man besselt oder nicht? Messerweise, ja. Es kommt dort auch noch darauf an, also wie... Wischen, sollte ich sagen, ist ein bisschen unanständig. Wischen, ja. Es kommt auch sehr stark darauf an, wie gut das eben die Wischer sind. Es hat ein Team sicher mehr Druck und Reibung aufbringen als vielleicht das Frauenteam. Wenn man macht mit Reibung das Eis auch noch ein bisschen nass, also dass es sogar eine leicht feuchte Oberfläche gibt. Ja, wahrscheinlich kommt es nicht so weit, weil man ist ja nur kurz über dieser Fläche. Es ist mehr ein Abpolieren von den Eiskristallen. Was hat euch gereizt, Curling zu machen? Weil ich kann mich noch besinnen, wo das ein Altherrensport war für pensionierte, gut betuchte Männer, die am Abend um 5 Uhr, wenn sie sich sonst ein bisschen gelangweilt haben, einfach noch sich Steine rumschieben und auf dem Eis rumschlürfen. Und jetzt sind da junge Frauen, junge Sportlerinnen im Einsatz, auch Männer natürlich, die dort den Spitzensport betreiben. Ja, also das sind nicht Chat. Den Curling-Sport ein bisschen gehabt oder immer noch. Ist werden da manchmal ausgelacht, wenn ihr sagt, ihr seid jetzt Spitzen-Curling? Ja, der grösste Bruch ist meistens die Flaschen schieben. Aber das hat sich jetzt über die Jahre sehr entwickelt. Es ist nicht mehr so locker, einfach ein bisschen Steine schieben, mit trainieren hat. Es ist auch sehr technisch, kann man trainieren. Wir trainieren auch neben mir und wie gesagt, je besser das Niveau ist, desto faszinierender wird es. Und desto mehr fallen die alten Herren raus. Also nein, sind die noch beim Club? Ja, ja, klar. Das ist aber auch sehr faszinierend. Curling umfasst Breite, die ist hervorragend. Von 12 bis 92. Genau, von 10 bis 90. Und da gibt es auch bei den Junioren gibt's Meisterschaften, auch bei den Älteren gibt es Meisterschaften, die können sich messen. Es gibt Turniere. Können Sie Seniorenturnier machen, wie bei den Schüttlern? Genau. Und es gibt Turniere, da ist man bunt durchmischt. Es gibt Turniere, da spielt man Frauen und Herren zusammen. Es gibt getrennte Turniere, also sehr vielseitig. Und es macht es interessant, weil man ziemlich schnell mit wenig Aufwand das Spiel kann betreiben kann und auch schon tolle Matches kann haben. Noch einmal zu eurem Einstieg in diesen Sport. Habt ihr irgendwo einen Kick bekommen aus dem Bereich von der Verwandtschaft oder Bekanntschaft und gesagt, das musst du mal machen? Oder seid ihr von euch selber drauf gekommen? Ja, bei mir ist es so, dass der Vater eben schon Curling gespielt hat und gesagt hat, kannst du doch mal schauen. Und hat er Freude? Ja. Dass es der Tochter so gut läuft? Ja, mal. Er kommt da ab und zu mit, kann schauen und drückt Daumen. Habt ihr schon gegen ihn gespielt? Ja, ja, das ist immer... Jetzt mögt ihr ihn aber. Ja, doch. Die sind ja jetzt quasi Vertreter von diesem Team, von diesen 5 Frauen hier als Kipp, als Chefin vom Ganzen. Wir haben bei uns eine Fotoaufnahme von diesem Team, vom Ganzen, das da ist. Und jetzt müssen wir vielleicht schnell erklären, wer da alles zusammen mit dazugehört neben euch.
Ja, unten rechts, das ist Caroline Balz. Sie spielt Lied, das heisst Nummer 1, spielt die ersten Steine. Unten links ist Franziska von Kennel, spielt Second, Nummer 2. Oben rechts ist Anina von Planta, das ist unsere Ersatzfrau. Und in der Mitte oben ist Manuela Kormann, ist 3 und ist Vizeskip. Das heisst, wenn ich meine letzten Steine spiele, geht sie ins Haus und zeigt den Besen her, den ich draufzählen muss. Und da folgt ihr auch wirklich? Ja, ja, das können wir zusammen absprechen. Und sie gibt dann von hinten Wischkommandos. Fast das Ganze haben wir auch noch lebendig und farbig, nämlich auf einem Video, wo mein Kollege Patrick Weber während einem Training von euch aufgenommen hat. Und da haben wir euch schon mal einmal das vierte hoch. Da fehlt jetzt... Das fehlt Manuela Kormann, wo da nicht mit getroffen ist. Die sitzt da hier am Schluss bereit gestanden und da geben sie jetzt mal einen Stein an. Sagt jetzt mal, entscheidet ihr völlig selber in welcher Richtung und wie das da abgespielt wird und wie lange das ergeben wird? Ja, also da vorne sieht man, es hat jetzt niemand den Besen her, aber normalerweise zähle ich auf ein Ziel. Also auf einen Stein, der bereits dort liegt? Nein, auf ein Kipp, das mit dem Besen da vorne steht. Nachdem dass der Stein jetzt getroffen hat, haben wir jetzt als nächstes noch einen, der abgegeben wird. Und ja, da wird jetzt gewischt. Die werden einander probieren, diesen Stein zu verlängern und weiter hinterzubringen, was man allerdings nicht gelingt. Da bleibt nämlich vordran stehen. Ja. Kann es passieren, dass man sich um so viel verschätzt? Oder ist jetzt das nur so Show für die Kamera, die da ist? Also das war jetzt ein paar Trainingssteine ohne grosse Ziele, aber es kann absolut passieren. Es ist auch so, dass wenn man auf die Eis geht, man weiss nicht immer, wie hart es ist. Und da muss man sich auch zuerst zurechtfinden. Also das Eis kann völlig unterschiedlich sein, ob schon es immer Kunst-Eis ist und immer die gleiche Temperatur hat. Von Halle zu Halle kann das komplett anders sein. Es kann auch komplett anders sein, wie die Steine Bögen machen. Es kann viel gehören, das heisst, er macht eben 1 Meter bis 2 Meter Bogen. Oder es kann fast gerade laufen und das ist eben auch Aufgabe vom Skip, das festzustellen und dann richtig gehen. Jetzt haben wir ja eine ganz seltsame Regel. Das ist ja, das würdet ihr auch sagen, das ist ein Mannschafts- oder Frauenschaftssport, einfach mit nur 4 gleichzeitig auf dem Eis, aber die arbeiten als Team, das ist richtig, oder? Ja. Auf der anderen Seite habt ihr nicht eine Nationalmannschaft oder eben Frauenschaft, wie man das bei anderen Teams hat. Fußballer, die werden zusammengezogen, dann kommen die Besten zusammen und gehen für die Schweiz schauten. Hingegen beim Curling, das ist es gegen ein einzelnes Team, das die Schweiz vertreten. Ist das nicht ein bisschen komisch, dass man nicht kann die aller Besten kann zusammenziehen und die für die Schweiz ins Rennen schicken kann? Ja, das mal auf Anhieb merkwürdig tönen, aber ich finde, es im Curling ist sehr wichtig, dass ein Team, das zusammen eingespielt ist, das zusammen harmoniert, eben auch zusammen an die Welt oder an die Europameisterschaft geht. Weil wir sind so viel zusammen und man kennt sich gut und man muss wirklich gut miteinander auskommen, dass man die Leistung bringen kann. Also heisst das, dass ihr mehrmals pro Woche miteinander auf dem Eis seid und trainiert? Ja, ja. Wir trainieren. Oder täglich? Täglich nicht gerade, aber wir trainieren sicher 2-mal alle zusammen auf dem Eis. Pro Woche? Pro Woche und dazu kommt dann oft Freitag, Samstag, Sonntag, wo wir zusammen unterwegs sind, an Turnier. Oder eben eine Schweizer Meisterschaft, die über eine ganze Woche geht. Und das harmoniert gut? Bestens, ja. Es kann zu Reibungen kommen und da ist es eben wichtig, dass man das ausdiskutiert, dass man offen miteinander redet. Und wenn das eben 4 Spielerinnen sind, die zusammengewürfelt sind, kann ich mir vorstellen, dass wenn es nicht läuft, dass das viel mehr Probleme gibt, als wenn man zusammen harmonisiert. Und ihr habt jetzt das Rennen gemacht, für nach Kopenhagen, die Europameisterschaften zu gehen. Super Erfolg, ihr wäre bestens qualifiziert, für hier in Bern, Schweiz zu vertreten. Und jetzt seid ihr das überhaupt noch nicht. Ihr müsst nämlich jetzt innerschweizerisch noch einmal durchsetzen. Also ich als Aussenständer würde sagen, das ist ein Huesinn. Ja, das ist halt auch so im Curling. Es ist so, dass wir jetzt noch in der Liga, das heisst, wir haben 2 Wochenende, wo eine Vorrunde für die Schweizer Meisterschaft ist. Und wenn wir uns qualifizieren, das heisst, von 12 Teams spielen die besten 8 eine Woche lang die Bern Schweizer Meisterschaft. Und dort geht dann der Schweizer Meister an die Weltmeisterschaft.
würde es euch wahnsinnig mögen, wenn ihr müsstet das von der Zuschauertribüne aus zuschauen, wie ein anderes Team spielt? Ja, klar würde es uns mögen, aber wir schauen jetzt, wir die ersten Spiele und also gratis Eintrittskarte überhändet ihr hoffentlich vom Organisator, oder? Ja, falls wir nicht spielen, werden wir auch mithelfen. Irgend hinter der Bühne oder so. Angenommen, ihr würdet arbeiten. Dann wären ihr jetzt Ende Jänner und nachher Ende Februar, Anfang März im Einsatz, wären im April gross im Einsatz. Hat dann ein Wirtschaftsstudium, das ihr ja auch noch betreibt, hat noch daneben Platz? Ja, das hat noch Platz. Es ist so, dass ich das Semester im Winter ein bisschen zurückgesteckt habe. Fest? Nicht so fest, ein bisschen. Aber da ich studiere, kann ich das sehr gut selber einteilen. Das ist ein riesen Vorteil und ich werde demzufolge im Sommer wieder halt ein bisschen mehr reinliegen. Aber es geht eigentlich tiptop nebeneinander vorbei. Und dass man muss ein Sommertraining machen im Curling, wie das bei anderen Sportarten der Fall ist, wo man im Sommer fast intensiver dran ist als in der Hochsaison im Winter, das ist bei uns nicht der Fall? Doch, das ist auch bei uns der Fall. Was wir nicht haben, wir haben in Bern kein Eis mehr. Ab April. Es gibt gewisse Orte, die haben noch Eis, zum Beispiel Kandersteg oder so. Aber wir trainieren in der Regel im Sommer Kondition trainieren. Das heisst, wir gehen joggen, wir gehen schwimmen. Aber das ist bedeutend lockerer als jetzt in der Hochsaison. Ja, man hat halt schon ein, zwei Training weniger. Wie seid ihr jetzt mit 24 in eurem Studium? Ich bin jetzt im 5. Semester. Also schon recht gut drinnen. Ja. Aber zwischen Gimmer und Studium ich habe vorher noch eine Handelsschule gemacht. Vor dem Gimmer. Und habe den Gimmer nachträglich gemacht. Berufsbegleitend? Nein, schon veröffentlicht Gimmer. Was hat da dazu geführt? Oder ist noch eine seltene Kombination? Handelsschule und nachher den Gimmer anhängen? Nein, das kann man machen. Also das war die Wirtschaftsmittelschule, die ich gemacht habe. Und da steht es einem offen, nach dem Abschluss noch die Sekunde übertreten und 3 Jahre Gimmer anzuhängen. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich gedacht habe, Matur wäre schon noch gut mit dem Ziel, später zu studieren. Warum seid ihr auf Wirtschaftswissenschaften gekommen? Ja, weil es mich interessiert eigentlich. Also mindestens nicht sehr langweilig, sagen wir mal sagen. Nein. Also, darum habe ich ja, ich habe zuerst die Handelsschule gemacht. Dort habe ich gemerkt, dass mich das wirtschaftliche Unternehmen und auch das volkswirtschaftliche eigentlich zusagt. Und durch das bin ich dann zum Wirtschaftsstudium gekommen. Mit einer bestimmten Laufbahn bereits im Hinterkopf? Nein, noch nicht gross. Also, es ist so, dass ich Hauptfach Betriebswirtschaft werde machen und dort habe ich vor, in der Richtung Controlling, Rechnungswesen. Ist das eigentlich bei euch an der Universität ein Thema, dass im Moment die besten Wissenschaftler auf der Welt umhirnen, was einem passieren ist und eigentlich nie mehr genau kann sagen kann, wie das weitergeht? Nein, also Vorlesung und auch bei den Kollegen. Ja, Professoren werden das nicht gross in den Vordergrund stellen, dass sie ratlos sind, oder? Ja, klar, aber klar macht man ab und zu Sprüche darüber, aber eigentlich. Diskutiert ihr nicht unter euch Studenten? Doch, über solche Themen, gerade die wirtschaftliche Entwicklung? Mal, das wird sicher darüber diskutiert. Es ist einfach so, dass durch das Görling und all das bin ich eben wirklich nicht viel in der Uni oder bin ich einfach in der Vorlesung verschwinden, dass ich dann auch trainieren kann. Und von dem her habe ich vielleicht im Moment nicht so grossen Kontakt. Habt ihr das Gefühl, es geht euch nicht etwas verloren? In welcher Hinsicht? Dass ihr jetzt nicht so fest eingebunden seid, die Studenten und Studentenschaft mit euren Kolleginnen und Kollegen an der Uni vielleicht eben auch noch ein bisschen mehr machen könnt, als nur gerade Wissen reinschoppen. Da seid ihr ja irgendwo durch im Studium mindestens auch schon ein bisschen Outsider. Nicht? Ja, es geht sicher ein bisschen verloren, aber dafür, wenn man nachher den Sport anschaut, gewinnt man dort sehr viel. Also, ja, dort super Freundschaften und wir haben es gut zusammen und wir haben dort Diskussionen zusammen und es ist schon Dinge so wertvoll, wenn man nicht immer nur mit Studierenden zusammen ist. Also auch ein bisschen solche, die das Fossen anschauen. Das tut ja Studentinnen und Studenten generell manchmal ein bisschen gut. Genau.
Ihr habt jetzt gerade eine eigene Wohnung bezogen, weil unter der Nummer der Eltern hat man euch nicht mehr verwünscht. Was hat euch dazu geführt, jetzt gerade vor so einer hektischen Zeit da noch zügelt ins Wasser? Ja, das ist mehr zufällig, gerade dass es zu diesem Zeitpunkt war. Das ist eine Wohnung von einem Kollegen, die ich übernehmen konnte. Und ich habe schon lange anvisiert, den Mal auszuziehen aus dem Elternhaus, dass ich auch eine eigene Wohnung und auch meine eigene Erfahrung kann machen. Manchmal ist das mit 24 nicht allzu schlecht. Eben, aber die sind nicht rausgeschoben worden. Nein, überhaupt nicht. Also nicht nur mit dem Vater in Sachen Görling, sondern auch sonst gut. Ja, das stimmt. Also das war mein Freund, mein eigenes Willen. Wenn ich jetzt würde sagen, also so viel mit dem Görling verdienen, dass ihr eine Wohnung könntet, Supplement zahlen, habt ihr wahrscheinlich nicht. Kann ich da richtig in der Annahme? Ja, das stimmt. Also mit dem Görling kann man leider noch gar nicht viel verdienen. Das heisst, wir zahlen mehr oder weniger drauf. Ja, genau. Es gibt weltweit noch kein Profi-Görler, habe ich das Gefühl. Und wir haben Sponsoren, die uns die Spesen decken, das heisst die Reise, die Übernachtungen und das Startgeld für ein Turnier. Und was wir selber zahlen, ist noch für die Pflege und so. Also nach Kopenhagen musste die Reise nicht müssen zahlen? Nein, dort ist auch der Verband mit dem Verbandssponsor, der das alles übernommen hat. Die Sponsoren, die ihr jetzt hier auf den Ärmel habt, da haben wir BA Expo, die sieht man gut. Und nachher ist da der Organisator bzw. der Sponsor von der Weltmeisterschaft, ist das, oder? UBS Gold League? Nein, oder ist das speziell noch einer? Das ist der Verbandssponsor und der sponsert auch Gold League, das heisst Meisterschaft. Und nachher habt ihr nachher World Curling Championship in Bern, 1997. Genau. Das ist die, die jetzt eben im April ansteht und da gehört er zum Top Players Club. Das ja. Ist der VIP Lunch, hat er die Möglichkeit, an der Bar zu sitzen und zu schauen, wie die anderen spielen, oder? Nein, nicht ganz, aber wir versuchen mit dem ein bisschen Werbung zu machen und versuchen auch eben das außerhalb der Curling-Welt zu verbreiten, dass wir hoffentlich viele Zuschauer haben, weil es wird sicher eine tolle Weltmeisterschaft. Also wenn ihr jetzt ein Settings auf den Ärmel schnurft, das ist jetzt etwas, wo euch praktisch die Spesen garantiert? Ja. Und mehr nicht? Zum grössten Teil, ja. Nein. Und dann seht ihr andere, die irgendwelche Sportarten betreiben, die hier etwas Fünfstelliges und dort etwas Sechsstelliges bekommen, mit einem guten oder mit einem komischen Gefühl im Bauch? Ja, schon mit einem guten. Für sie ist das sicher gut und ist ein bisschen unser Wunsch, oder dass wir mal so ein Halbprofitum erreichen können, durch den Winter uns auf das Training und auf Turnier konzentrieren können und somit eben mehr investieren können und nicht mehr müssen noch zusätzlich arbeiten durch den Winter. Aber bis jetzt zum Beispiel Bahnen, die müsst ihr ja auch mieten, oder? In Bern ist es so, dass die Eiszeiten auf Club aufgeteilt sind und da haben wir vom Club her Trainingszeiten zur Verfügung. Da zahlen wir also noch den Clubbeitrag, Jahresbeitrag. Also ist es nicht besitzen, hat es zwar noch nichts eingebracht, aber es hat noch auch nicht wahnsinnig viel aus dem persönlichen Sack gekostet. Ja, das kann man so sagen. Es gibt auch Turniere, wo man Preisgelder gewinnen kann. Da gibt es je länger, je mehr. Und wenn man da etwas gewinnt, kann man so wieder in die Teamkasse investieren. Und was eben für uns übrig bleibt, sind Essensspesen und halt Zeitinvestitionen, die wir dann nicht können nutzen können, für zu arbeiten oder also Werkstudentin liegt da im Moment auch nicht gross drin. Ja, also die meisten von uns, die neben, also die zu Fremdzeit studieren und nebenbei noch arbeiten, Das gibt also den rechten Pensen der Woche, der nicht mehr viel anderes Platz hat. Ja, das ist fast so. Persönliche Beziehungen haben noch Platz? Ja. Also, ich denke, das ist auch. Muss man schauen, dass man den Freundeskreis nicht zu fest vernachlässigt. Klar, weil wissen viele Kollegen so, ja, im Winter sind sie die ganze Zeit weg und
kann man nicht so viel abmachen, aber man nimmt sich doch die Zeit, mal ins Kino zu gehen oder abzumachen, das die alle weiß schon. Und man ist halt der Verstech mit den Girlern zusammen. Ja, die neue Ausstellungshalle, die dort die BA Bern Expo möchte bauen, wenn die kommt, dann muss die Görlinghalle gezügelt worden. Seid ihr vom CC Bern schon angefragt worden, was denn euer Wunsch zu wäre für die neue Görlinghalle, die dann auf der anderen Seite neu sollte aufgestellt werden? Ja, also das Thema wird diskutiert oder ist diskutiert worden. Und wir finden es schön, wenn man neue Görlinghalle kann bauen kann. Die wir jetzt haben, ist schon ziemlich alt. Mit der Lüftung und allem dem stimmt nicht mehr ganz alles. Also die sind nicht unglücklich, wenn der alte Klotz mal einmal wegkommt und mal etwas Neues auf die Beine gestellt wird. Ja, und vor allem, wenn man nachher noch eine grössere machen könnte. Man hofft sicher, dass die Weltmeisterschaft und die Medienpräsenz noch viel mehr Leute für anfangen zu hören. Das toll finden und dass man da ein grösseres Zentrum... Und mehr Clubmitglieder gibt, die nachher auch mehr Möglichkeiten noch zum Trainieren. Ja, das ist. Was machen die jetzt als nächstes, wenn ich sage, jetzt... Wir haben den 8. am Abend, wo wir die Sendung aufnehmen. Was muss jetzt in Sachen Girling weiterlaufen? Habt ihr das Training gleich einig? Nein, wir haben am Freitag spielen wir zu Bern ein internationales Damenturnier. Das ist Freitag, Samstag, Sonntag. Da spielt die ganze Weltklasse sozusagen. Kanadierinnen kommen, Amerikanerinnen, Schwedinnen und so weiter. Aber wenn ihr gewinnt, hilft es noch nicht, für dass ihr dort gleich noch die Schweizer Vertreterinnen werden für die Weltmeisterschaft. Nein, das ist nur ein Turnier, es ist ein sehr gutes Vorbereitungsturnier, weil nachher zwei Wochen später haben wir den zweiten Teil der Liga, das heisst Meisterschaft für Qualifikation an die Schweizer Meisterschaft. Mein Gesprächspartner im heutigen Telebern Talk war Miriam Ott. Skip vom Frauenteam, das bei den Europameisterschaften im Görling ist Sieger bzw. Siegerin geworden. Themawechsel, wir kommen zum Görling. Der Name Miriam Ott hat doch eine breite Sportöffentlichkeit von zwei Monaten schlicht noch nicht kennt. Das hat sich insofern geändert, dass man doch jetzt, zumindest im Raum Bern, den Namen Miriam Ott kennt. Es ist der Skip von der Görling-Europameisterinnen und immer sie ist in den Medien geschleift worden. Dabei gehört ja zu einem Team, wie es ja sagt, auch andere Leute. Wir haben beim diesem Wochenende ein bisschen reingeschaut und wollten mal wissen, wer ist denn eigentlich hinter der Miriam Ott und dem CC Bern? Das hier also jetzt die Europameisterin vom CC Bern. Die Abkürzung heisst Girling Club Bern und der Boss, das Kipp oder was auch immer, das ist Miriam Ott rechts auf dem Bild und sie, der Boss, stellt nun ihre Crew selber mal vor. Hier haben wir Janina von Planta. Sie ist unsere Ersatzfrau, sie zu Bern Betriebspsychologie studieren und ist 23. Hier haben wir Caroline Walz, sie ist 24, ist Servicefachangestellte und spielt bei uns die Nummer 1. Franzi von Kennel spielt 2 und tut in Bern Kinder- und Jugendpsychologie studieren und ist 26. Das ist Manuela Kormann, sie ist 3 und Vize-Skip. Sie geht neu in Gimmer und ist 20. Und ich bin Miriam Ott, sie tut in Bern Betriebswirtschaft studieren und bin 24. Jetzt ist es so, wenn man im Shooter sagt, man hat 2 im Rücken, das sind so irgendwie negative Eigenschaften. Aber im Girlingsport ist das 1, 2, 3 und das 4 ganz bestimmt hierarchisch zuteilt. Und was jetzt das 1 und was 2, allenfalls 3 und 4 zu tun haben, das wollen wir noch mit den folgenden Bildern zeigen. Ich bin Miriam, ich bin der Skip. Ich tue Taktik bestimmen, das heisst, ich tue das Spiel aufbauen, wo ich die Steine bestimmen will. Und ich spiele die 2 letzten Steine vom Team, die manchmal sehr entscheidend sein können. Ich bin Franz, ich spiele das 2 in diesem Team. Ich tue das weiterführen, was Caroline aufbaut. Ich muss meistens viele fremde Steine wegspielen und muss genau gleich wie Caroline wischen. Ich bin verantwortlich, dass die Länge der Steine stimmt. Ich bin Manuela, ich spiele das 3 in diesem Team. Ich bin so circa der Allrounder. Ich spiele, ich wische und ich habe den Besen her, wenn Miriam spielen kann, dass ich darauf zählen kann. Mein Name ist Caroline und ich fahre zu Ende immer ein. Ich spiele die ersten 2 Steine pro Ende. Meine Hauptaufgabe ist, Taktik zu eröffnen und die zweite Aufgabe ist, zu wischen und die Länge zu sehen.
Ich bin Anina, ich bin Ersatzfrau in diesem Team. Ich bin in Kopenhagen auch dabei gewesen. Ich bin eigentlich immer Ersatz und spiele ab und zu mit. Aber meine Hauptaufgabe zum Beispiel in Kopenhagen war, dass ich das Team einfach unterstützt habe. Und ich war da für den Fall, wenn irgendetwas passiert wäre. Girling etwa mit Dancing Stones verglichen, also tanzenden Steinen. Und das Plakat sieht eigentlich auch schon die Zielsetzung aus vom Girling Club Bern von der Damen. Oder sehe ich das falsch, Franzi? Ja, unser Saisonziel ist, in Bern Schweizermeister zu werden, damit wir uns für die Weltmeisterschaft in Bern qualifizieren können. Und jetzt mal angenommen, ihr qualifiziert euch für die Weltmeisterschaften, liegt dann ein Podestplätzchen eventuell sogar drin? Ja, das Ziel ist es. Ich meine, es sind sehr hoch gesteckte Ziele an einer Weltmeisterschaft, die auf dem Podest stehen, aber ohne Ziel kann man es auch nicht erreichen. Ganz vorne waren sie heute nicht, unsere Damen vom Girling Club Bern beim Internationalen Damen-Cup, eben auch in Bern. Zum dritten Platz hat es gelangt, und zwar hinter Wallisellen und den USA.